Hallo, ich freue mich, dass ich die nächsten 14 Tage keine Schule habe und ich freue mich auch, dass wir hier viele verschiedene Berufe kennenlernen. Und ich freue mich ganz besonders auf den Kosmetikbereich. Das Bildungszentrum der Handwerkskammer Mittelfranken in Ansbach bietet Schülern wie Niki und Justin die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in den Berufsfeldern Farbe, Wirtschaft und Verwaltung, Kosmetik, Metall und Elektronik zu sammeln. Im Bereich Farbe stellen die beiden Achtklässler ihr eigenes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel her. Dazu gehört zu Beginn das sorgfältige Schleifen der Holzplatte und das anschließende Grundieren. Danach tragen die Schüler ihre selbst angemischten Farben auf die Platte auf und versiegeln das Ergebnis mit Klarlack. Die Spielfeldschablone wird über eine Transferfolie sorgfältig auf das Grundbrett aufgebracht und fixiert. Im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung gründen die beiden 13-jährigen Schüler eine fiktive Veranstaltungsfirma und erlernen alle wichtigen Schritte vom Designen des Logos, der Eventplanung, der Durchführung bis zur Nachbereitung der Veranstaltung sowie der Kalkulation. In der Abteilung Kosmetik erlernen Niki und Justin die Grundtechniken für die Bereiche Haare, Haut und Nagelpflege. Hairstyling, Frisuren erstellen, Hautpflege und geeignete Schminktechniken. Die Bandbreite ist scheinbar endlos groß. Außerdem dürfen die Schüler auf Nagelmustern ihre eigenen Nageldesigns entwerfen und auch lackieren. Im Metallbereich produzieren die beiden nun das Gehäuse für ihre eigene Uhr. Und das Ganze beginnt mit einer quadratischen Metallplatte. Unter genauer Anleitung des Ausbilders wird gebohrt, das Gewinde geschnitten, gesägt, gefeilt, gebogen und geschraubt. Nach dem Einsetzen des Uhrwerks ist die Uhr fertig. Ich fand die 12 Wochen Berufsorientierung sehr schön. Ich ebenfalls, und am besten hat mir Farbe gefallen.